Guten Tag. Guten Tag. Herr Gysi, soziale Grundrechte für eine grundlegende Verfassungsreform, das ist ein spannendes Thema. Und schon Karl Marx hat ja in seinem 18. Brumaire des Louis Bonaparte gesagt, die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alb auf dem Gehirne der Lebenden. Und eben, wenn sie damit beschäftigt scheinen, sich und die Dinge umzuwälzen, noch nicht Dagewesenes zu erschaffen, gerade in diesen Epochen so reaktionärer Zeiten, rufen sie völlig angsteinflößend die Geister der Vergangenheit an zu ihrem Dienste, entlehnen sich Namen, Schlachtparolen, Kostüme, um dann in diesem altehrwürdigen Gewand und mit dieser erborgten Sprache die neue Weltgeschichtsszene aufzuführen. Denken Sie, dass das auch eine Grundthese für Ihre neue soziale Idee sein könnte? Nein, ich glaube, das ist ziemlicher Blödsinn. Also das Entscheidende ist was ganz anderes. Entschuldigen Sie, Gysi, ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus, nämlich auf die Annahme Marxes. Das ist ja auch frech. Auf die Annahme Marx, der sagt, das Subjekt der Veränderung der Welt müsste doch die gesellschaftliche...